Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir ein paar meiner Geburtstagsgeschenke zeigen, weil, ja, ich ein bisschen was bekommen habe und da habe ich mir gedacht, das zeige ich doch mal in diesem Video, einfach so als kleine Inspiration, was man vielleicht jemandem schenken könnte. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Dinge, die ich nicht hier habe, sind etliche Blumensträuße, die ich von Familie, Freunden, Dalton zum Beispiel auch bekommen habe. Also es war ein Blumenmeer unten bei uns und es war so schön, ich liebe es und ich habe mich irre gefreut. Es war so cool. Dann habe ich auch noch super coole Geschenke von meinen Eltern bekommen, unter anderem ja was Flaches auch ein bisschen, ne? Und auch so einen Shopping-Gutschein, das kriege ich von meiner Mama jedes Jahr, dass wir quasi einen Mutter-Tochter-Tag verbringen in einer Stadt meiner Wahl, wo wir dann ein bisschen shoppen gehen werden. Und ja, das war schon ziemlich cool. Ja, und eigentlich haben wir auch noch nicht so ganz alle Geschenke irgendwie, ich sag mal, ausgetauscht, ne? Weil mein Freund und ich dann im Juni wahrscheinlich zusammen feiern werden. Das ist bei uns immer ein bisschen freaky, weil mein Freund auch Anfang Juni Geburtstag hat und dann feiern wir eigentlich immer so zusammen. Aber das ein oder andere Geschenk ist schon bei mir eingetrudelt. Und ja, genau, was denn noch? Genau, meine Mädels haben mir einen Riesenkorb voller Toffifee und dann so ein Mädelsabendspiel, was aber schon im Koffer ist, weil wir demnächst auf den Mädelsabend fahren, also auf ein Mädelswochenende, ne? Das kommt da auch mit hin. Und dann war da auch noch Lilly Wildberry als Fertigmixsud mit drin und alles mögliche richtig, richtig süß. Achso, von meinem Papa habe ich auch noch so ein kleines Bikolöchen und so bekommen. Also das ein oder andere ist auch schon auf meinen Hüften davon, um ehrlich zu sein. Und ja, also wir gehen jetzt aber erstmal durch die beiden, erstmal vor allem, ne? Ich habe schon einiges erzählt, aber das sind so die Sachen, die ich jetzt hier quasi nicht zeigen kann. Genau, ich zeige euch hier zwei Pakete auch, die ich von wundervollen Followern von mir bekommen habe. Also da vielen, vielen Dank. Und da habe ich mir halt gedacht, deswegen mache ich halt auch das Video, dass ihr dann seht, wie so meine Reaktion ist. Wobei, ich muss gestehen, ich habe auch schon ein bisschen reinstiebitzt, weil ich bin neugierig. Die liebe Janine hat mir zum Beispiel hier ein Paket geschickt. Da war schon richtig viel anderes drin, was aber auch ganz schnell in den Kühlschrank musste und mittlerweile auch ganz schnell in meinem Bauch ist. Und zwar hat sie mir Käse geschickt. Richtig krass, also das ist mutig, ne? Weil es war gar nicht mal so frisch, also so kalt, ne? Das musste ich ganz schnell in den Kühlschrank packen, hat sie auch dickfett draufgeschrieben. Und ja, jetzt gucken wir aber noch, was hier so weiter im Paket drin steckt. Da habe ich zum einen hier so eine wunderschöne Karte, was einfach so süß ist. Also das schreibt sie auch, ne? Dass ich eigentlich keine Zuschauerpost möchte, aber sie möchte mir das doch irgendwie schicken, weil das war schon längst geplant und so. Und weil eigentlich möchte ich keine Zuschauerpost, keine Geburtstagspost oder so, weil ihr sollt das Geld, was ihr verdient, für euch selber ausgeben. Und ich habe mich so gefreut über die zahlreichen Glückwünsche, über die E-Mails, über die Instagram-Privatnachrichten, über die Kommentare unter meinen Posts, meinem Video und so, ne? Und ich lese jede einzelne Nachricht und ich habe mich so sehr gefreut. Ich habe teilweise, ich hab stundenlang an meinem Handy gesessen und gelesen, geherzt und so. Und es war wirklich so cool. Ja, und hier sind ganz, ganz liebe Grüße von der lieben Janine. Und ich freue mich von Herzen. Also ja, das ist einfach schön. Seit 4 Jahren hat sie mir geschrieben, ist sie schon mit am Start hier und ich mache die ganze Geschichte hier seit 2018, also seit 6 Jahren auch sogar schon. Und ich finde es immer so unglaublich schön, wenn ich sehe, auch wie lange teilweise ihr auch schon mit dabei seid. Und es ist einfach schön. Ja, mir geht das Herz auf. Genau, wie gesagt, den Käse habe ich schon in meinem Bauch. Beziehungsweise wir haben den Käse schon in unseren Bäuchen drin. Und hier habe ich ein bisschen Beauty. Oh, und das finde ich ja richtig cool. Von Alverde hat sie mir ein verwöhntes Salzöl-Peeling mit Bio-Sanddorn reingepackt. Da bin ich mal gespannt. Ich bin ja immer etwas skeptisch, was die Salz- und Zuckerpeelings aus der Drogerie angeht, weil die Körner nicht so fett machen, wie ich das gerne hätte. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt. Dann habe ich von Rapunzel die faire Schokolade weiße. Sie weiß, ich liebe weiße Schokolade. Das ist großartig. Danke von Herzen. Das ist richtig geil. Dann hat sie mir einen Kaffee reingelegt und mir da auch ein bisschen was zu geschrieben, was ich einfach cool finde. Ist wohl auch ihr Lieblingskaffee. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Mexiko Filterbohne. Handwerkskunst aus der Maya Kaffeerösterei Hamburg. Ganz interessant, ne? Also das wird auf jeden Fall jetzt ganz schnell auch in unserer Kaffeemaschine durchlaufen, weil Kaffee hält bei uns wirklich nicht lange. Luftballons zum Aufpusten. Huch, hätte ich ja auch noch mit dabei. Ja, cool. Dann habe ich hier von Isana, wie geil, die 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion mit Mandelöl und Shea Butter von Disney mit Bambi. Wie süß. Bambi ist einer der traurigsten Filme
überhaupt. Wirklich krass. Dann habe ich hier noch Tuchmasken drin. Isana Night and Beauty. Tuchmaske mit Panthenol, Hyaluronsäure, Argan und Traubenkernöl. Das finde ich spannend. Ich mache demnächst auch so eine Maskenwoche von Rossmann. Da muss ich mal herausfinden, ob das eine Limited Edition ist oder ob das eine Edition ist, die jetzt auch langfristig in den Regalen ist. Ne? Weil ich glaube, das hier ist zum Beispiel eine LE. Die Tuchmaske hydratisiert und beruhigend mit Duo-Hyaluron und Panthenol Be Different. Auch Dumbo. Ein super herzlicher und wunderschöner Disney-Film. Dann habe ich hier die Augenpads von Isana mit Bambi drauf, mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Das sind die, die auch wirklich gut, richtig gut sind. Die sind so ein bisschen wie die Q10 Augenpads, weil die auch so schön dünn sind. Ne? Genauso auch die hier von, jetzt wollte ich gerade Bernhard und Bianca sagen, Quatsch, Susi und Strolch. Mit Koffein und Hyaluron, perfekt für mich für morgens geeignet. Richtig geil. Dann hat sie mir hier auch noch zweimal das Kneif Creme Öl Peeling reingepackt. Das ist so ein gutes Produkt. Vielen, vielen Dank. Ein bisschen Naschi finde ich hier auch noch. Ein paar Lindor-Kugeln. Salted Caramel. Da hat jemand viele Videos geschaut. Ich mag sehr gerne Salted Caramel. Ich wusste nicht, dass es sowas von Lind gibt. Großartig. Also vielen, vielen Dank, liebe Janine. Das ist ein richtig geiles, persönliches Paket. Und mein Freund sagte auch, warum kriegst du so viel Käse? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall großartig, denn ich liebe Käse. Ich esse, wenn ich Aufschnitt esse, wirklich nur Käse und am liebsten sogar Käse mit Marmelade. Und so habe ich mir den Käse dann auch gegessen. Es war auch ganz abgefahrener. Also sowohl Camembert war da mit dabei, als auch so ein Käse mit richtig frischem Bärlauch drin. Ne? Und auch so ein ganz würziger anderer. Oh, richtig geil. Also hat mir richtig gut geschmeckt. Vielen, vielen Dank. Hier sind sogar Knicklichter drin. Die kann ich auf meine 90er-Party jetzt bald mitnehmen. Dann hat die liebe Corinne es sich nicht nehmen lassen, mir ein Päckchen zukommen zu lassen. Die ist, glaube ich, auch echt seit Anfang an mit dabei. Und da die Sachen eingepackt sind, habe ich sie noch gar nicht ausgepackt. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Da habe ich einmal eine Karte drin. Oh, ich glaube, die ist selbst gebastelt. Wie cool. Oh, mega, das ist so eine Pop-up-Karte. Guck mal, sie hat mir Blumen geschickt. Blumen, die nie verblühen. Das ist schön. Oh, guck mal, das kann man lesen. Ja, lese ich. Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst. Sie wollte mir ein paar Wünsche erfüllen. Ich habe wirklich Angst, denn ich hoffe, dass diese Wünsche nicht auch auf meiner generellen Wunschliste für meine Familie standen. Oha, Corinne, da gucken wir jetzt mal durch. Zuallererst habe ich hier was für Julius mit dabei. Baby Dream Knuspersnack mit Apfelbanane. Vielen, vielen Dank. Mittlerweile ist er auch über diese klassischen langweiligen, ohne Geschmacksstangen hinaus und ist da jetzt etwas mehr, dass er was haben möchte. Ne? Dann hat sie mir auch noch ein paar Quetschis mit reingepackt, auch sehr cool. Wir üben gerade, dass er die dann auch wirklich nicht über sich, sondern in sich behält. ja, dann habe ich noch, da hat jemand aufgepasst, bis Sammy was mit dabei. Sammy ist gerade unten. Du hast die gleichen Konfettis reingepackt, wie Janine auch drin hatte. Das sind die Snackwürstchen, die gebe ich Sammy immer, wenn wir ins Bett gehen. Dann kommt er halt immer so an meine Seite und dann kriegt er so ein Würstchen. Das breche ich dann in kleine Stückchen und in der Zeit kann ich dann auch immer so ein bisschen kontrollieren, ob er irgendwo irgendwelche Zecken hat oder irgendwas, was ich fühlen müsste. Ne? Das ist auch immer ganz gut und dann legt er sich halt hin und dann wird halt weiter so geschmust und gefühlt und so. Naja, muss man ja machen. Dann hat sie mir hier, wie gesagt, allerhand Geschenke eingepackt. Oh mein Gott, ich habe Angst, Corinne. Ne? Tinkerbell, wie geil. Nein, das wollte ich mir wirklich kaufen. Ey, das ist das Spectrum Collections Tinkerbell Pinselset. Oh, wie geil. Die sind so gut, die Spectrum Pinsel. Vielen, vielen Dank. Ich will diese Verpackung gar nicht wegtun. Das ist so süß. Heißt Tinkerbell wirklich Clochette? Das ist ja witzig. Das finde ich wirklich witzig. Okay, Socken von Tinkerbell. Das ist ja geil. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist total abgefahren und ich finde es so süß. Ich liebe Tinkerbell. Tinkerbell ist so underrated, Leute. Wirklich. Ist die. Und die ist so cool. Und eigentlich, weiß ich nicht, wird sie immer nur so schlecht dargestellt. Ne? Eigentlich möchte sie nur Liebe. Yo, übertreib mal nicht. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Kennt ihr die noch? Die sind so geil. Diese Trolley
kleinen Burger. Die sind so geil. Wenn ich die gleich meinem Freund zeige, der wird das so hart feiern. Also, es hört sich jetzt so hart an, aber meine Eltern waren halt nie so für sowas. Die haben halt immer gesagt, nein, das schmeckt nicht, das quietschesüß, ne, mögen wir nicht, bar. Und ich habe das halt bei anderen immer gesehen und ich war immer so neidisch und habe mir gedacht, ja komm, ich möchte sowas so gerne haben. Aber das gab es halt auch nicht bei unserem Tante-Emma-Laden, wo man halt quasi für ein paar Cent dann immer sich so Süßigkeiten-Tüten packen konnte. Da gab es die nicht in diesen Gläsern. Und wenn, dann musste man sich halt ganze Tüten kaufen und das habe ich warum auch immer nie gemacht. Und jetzt habe ich da allerhand von hier und kann sie alle naschen. Jetzt fühle ich mich wie eine kleine 12-jährige Claudi, die immer haben wollte. Das ist ja geil. Oh nein. Dann hat sie mir auch noch die M&M's reingepackt mit Peanut. Geil. Nasche ich ungefähr jeden Abend. Also, wenn ich keine Toffee Fees nasche, nasche ich M&M's. Mega. Oder halt die günstigen vom Aldi zum Beispiel. Was hier drin ist. Von Hitchies habe ich hier die Schnüre mit dabei. Also das sind so ungefähr die Schnüre, die mich da. Also woran erinnert mich das? Okay, ich sag's euch. Haben wir nicht alle damit so ein bisschen knutschen gelernt? Ne? Und damit habe ich auch wirklich ganz besondere Erfahrungen gemacht und da wird mir gerade ganz anders. Ich sag's dir. Also wirklich. Ihr kennt mich. Ich sehe es. Ja, ich habe hier von Isana die Tuchmaske. Mit Wildrosenöl, Aloe Vera und Vitamin A und E. Beauty is found within. Das ist von Isana, diese Limited Edition. Und da hier ist Belle drauf. Wie geil. Hier habe ich dann auch von ihr, witzigerweise, die Dumbo-Maske mit drin. Mega. Und dann noch die Lovely Times-Tuchmaske mit Niacinamid und Cupuaçu-Butter. Auch richtig cool. Und Niacinamide verwende ich ja aktuell auch abends, deswegen passt das ganz gut, ne? Dann hat sie mir auch noch das Grande Brow hier reingepackt und die Grande Mascara. Das ist sackteuer. Du bist verrückt. Wow. Richtig krass. Noch mehr von den Burgern. Oh, das ist so abgefahren. Dann habe ich hier auch zweimal das Kneipp-Creme-Öl-Peeling drin. Also ich werde eine extrem zarte Haut haben in den nächsten Wochen. Ihr seid großartig, wirklich. Das ist unfassbar. Und dann noch hier. Auch passend von Holika Holika, die Pure Essence Mask Sheet mit Damascener Rose. Und ich liebe Rose. Ich finde, es ist wundervoll und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und es hat sich auch schon wieder gereimt. Zwei habe ich noch, aber das sind Sachen, die ich von Freunden, also von Familie gekriegt habe. Erstmal vielen, vielen Dank, Leute, ihr seid abgefahren. Mir schlägt das Hals, also wirklich, nee, das Herz schlägt mir sehr, sehr hoch. Und ich bin einfach tierisch gerührt und ich bin einfach, ich bin gerührt, dass ihr mich so gut kennt. Das ist so abgefahren eigentlich. Und es macht mich einfach irre stolz, glücklich. Weiß ich nicht, es füllt mein Herz und ich finde es gerade unfassbar. Hier habe ich jetzt zwei Sachen, die habe ich mir auch explizit gewünscht. Ich habe meinem Freund so ein paar Wünsche geschickt. Es war ein bisschen witzig, denn dann standen da auch ein paar Sachen auf der Wunschliste. Kurze Zeit später habe ich eine Kooperationsanfrage von genau dem Hersteller dazu bekommen. Ich habe gesagt, Schatzi, kannst du von der Wunschliste streichen? Der Hersteller hat mich angeschrieben, wir machen da jetzt eine Kooperation drüber. Dadum, das war richtig cool. Genau, aber da standen auch allerhand Düfte und so mit drauf, weil das ist halt immer so eine Sache, was ich immer ein bisschen so gerade in der Familie eigentlich ganz praktisch finde, ne? Und dann, dass man da halt übers Jahr halt für sich so seine Wünsche sammelt und dann kann ich denen das geben und dann, ja, ist es immer ganz cool. Da habe ich von meiner, also von Schatzis Mutter, meiner Schwiegermama in Spee, Schatzis Mutter, so, das Chloé Eau de Parfum bekommen. Das ist einmal dieses hier. Das ist eigentlich so ein richtiger Staple-Duft, ne? Und ich wollte den eigentlich immer schon mal irgendwie riechen. Und also nicht riechen, gerochen habe ich den ja schon an anderen und habe auch gedacht, boah, das riecht irre gut. Und ja, dann habe ich mir den jetzt einfach mal zum Geburtstag gewünscht. Denn ich habe ja auch immer wieder so Parfümproben hier und ich rieche ja auch an anderen Menschen, was sich sehr, sehr merkwürdig anhört. Und ja, da ist mir der Duft einfach in die Nase gekommen und dann habe ich den mal irgendwann in meine Notizen-App reingeschrieben. Witzig ist es halt manchmal, wenn man diesen Wunsch dann irgendwann so im, keine Ahnung, Winter entwickelt und dann im Mai ja Geburtstag hat, ne? Dann hat man im Prinzip fast schon wieder vergessen, wie der Duft riecht. Deswegen ist es ganz abgefahren. Das ist halt eher so ein, wirklich so ein Basic-Duft. Also das ist kein super speziell, oh mein Gott, ne? Wie auch immer Duft, sondern es ist ein, kann ich euch hier auch nochmal zeigen, ein wirklich wunderschöner Flakon, auf jeden Fall. Auch so ein Flakon, der hat Wiedererkennungswert, ne? Und der Duft an sich ist einfach
schön. Das ist ein schöner, ich gehe irgendwie ganz normal durch den Tag und habe diesen Duft drauf, Duft. Ich hatte den dann, als sie mir den auch geschenkt hatte, kurz drauf gemacht und hatte mich auch wirklich damit eingedieselt und habe dann ganz kurz ein bisschen davon Kopfschmerzen bekommen. Da muss ich nochmal gucken, weil das habe ich natürlich so eingehend noch nicht an mir getestet vorher. Aber der ist schön, der hat was Zitrisches mit dabei, also was eigentlich auch überhaupt nicht so ganz meine Welt ist, aber das finde ich ja eigentlich so abgefahren. Also im Prinzip ein schöner Sommerabend Duft, den ich vielleicht sogar kombinieren würde mit so einem Kajali Pistachio oder so, um das Ganze halt noch besonders zu machen. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Mal gucken. Oder mit dem Nivea Sun kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Wobei man hier halt wirklich so eine kleine Haarspray-Note mit dabei hat und auch so eine kleine pudrige Note. Es ist sehr pudrig, ne? Aber ein sehr cooles Parfum und ich bin sehr, 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 sehr happy, es hier zu haben. Und bei dem anderen Duft, den mein Freund mir geschenkt hat, war ich auch erstmal total irritiert, weil der hat mir den großen Flakon einfach mal gekauft. Mega krass. Und der sieht einfach auch so schön aus. Auch den hatte ich gerochen. Und der hat mir einfach an einer anderen Person sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, wünsche ich mir den mal. Und dann hat mein Freund sich den von der Wunschliste geschnappt und mir den geschenkt. Das fand ich so süß, dass er sich genau diesen Duft ausgesucht hat, weil das passt eigentlich. Also dieser, der Chloé, das passt halt richtig, richtig gut zu seiner Mom, dass sie mir den schenkt, weil sie den tatsächlich auch selber sogar hat. Das wusste ich gar nicht bis dato. Und dass mein Freund mir den Daisy Marc Jacobs Eau So Intense schenkt, passte. Passt doch richtig gut, finde ich wirklich. Ich finde, das ist so ein richtiger Duft, den der Mann der Frau, also den der Freund seiner Freundin schenkt. Das hört sich so bekloppt an, aber das ist irgendwie so. Erstmal, wie wunderschön sieht das bitte aus, ne? Das ist richtig, richtig süß. Richtig opulent immer da oben drauf, finde ich. Also ich habe ja auch schon so einen, den Dot habe ich ja davon. Und was ist mir denn da gerade runtergefallen? Upsala. Da ist mir das Grande Brow doch einfach mal runtergerollt. Mensch. Leute, ich sag's euch. Ich habe mir den, also auch direkt natürlich an meinem Geburtstag, als er mir den geschenkt hat, drauf gemacht. Und den finde ich halt einfach so besonders. Ich finde den richtig schön besonders. Und das ist auch ein Duft, der einen so richtig schön umarmt. Und das mochte ich einfach. Und deswegen passte das einfach, dass mein Freund mir den geschenkt hat. Ohne, dass die Leute ja auch wussten, wie die Düfte riechen, haben die sich dann ja die so selber dann von den Wunschlisten gepickt, was ich witzig finde. Der ist richtig blumig. Das ist richtig bam in your face Blumenladen. Ne? Aber dann halt noch so ein bisschen was mit einer, weiß ich nicht, leicht Warmnote mit dabei. Ist das, aber ist jetzt nicht irgendwie Zucker, Vanille oder sonst irgendwas, aber das ist halt irgendwas, was mir persönlich Herzenswärme gibt. Und ich mag den Duft. Der riecht auch so ein bisschen wie ein Duft, den ich damals als Teenager mal irgendwann, ich glaube, es hört sich jetzt so abwertend an, aber das ist es gar nicht. Ich habe im Kick mir damals auch irgendwie so relativ günstige Düfte dann auch mal gekauft und die dann natürlich auch getragen, weil man hatte ja nur Taschengeld, ne? Und da hatte ich auch einen Duft, der entfernt so gerochen hat und aber halt nicht so gut, ne? Das war halt so ein richtiger Quietscheduft. Und das hier ist quasi die Perfektion davon. Und das heißt, es gibt mir halt ein Stück Jugend zurück. Und das ist so passend, wie gesagt, dass mein Freund sich den rausgepickt hat, weil wir ja schon seit 18,5 Jahren zusammen sind, also quasi seitdem ich 16 bin. Also ist im Prinzip der Duft, den ich damals, als wir zusammengekommen sind, dann auch ein bisschen getragen habe, ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt, damit auch verbandelt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist so eine emotionale Geschichte. Und das ist so abgefahren. Also mich hat das echt überwältigt, als ich den dann auch wirklich so gerochen habe und an mir hatte. Und dann musste ich echt so lachen eigentlich, ne? Als mein Freund mir den dann so gegeben hatte und ich das einfach so als Assoziation in meinem Duftgedächtnis drin hatte. Und das war halt schon irgendwie schön, ja. Leute, ihr seht, ich habe unfassbar viele wundervolle Menschen um mich herum und ihr seid ein Teil davon, absolut. Also so viel Liebe, wie ich halt durch die Tätigkeit, die ich hier auf YouTube, auf Social Media habe, an meinem Geburtstag jedes Jahr bekomme, das ist nicht von dieser Welt, das ist abgefahren und ich bin da so dankbar für. Ich habe auch ein so wundervolles Umfeld durch meine Familie, durch meine Freunde, die für mich da sind. Und ich habe schon ganz, ganz, ganz böse Geburtstage erlebt. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich hoffentlich nicht wieder solche böse Geburtstage erleben muss, wie ich sie damals als Teenager erlebt habe. Und ich bin einfach baff. Ich bin überwältigt und ich bin wirklich dankbar, dass ihr da seid.
und dass ihr ja, mich hier auf meiner kleinen Reise begleitet. Und bevor ich jetzt hier irgendwie zerfließe, würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.